Dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen, dass ihr zu so früher Stunde zu dem Thema Wohnungsbewegungen in Europa hier dazugekommen seid in unser Forum. Dieses Forum ist Teil einer dreiteiligen Veranstaltung zum Thema Wohnungsbewegungen und Wohnungsproblematik in Europa. Gestern haben wir bereits ein erstes Workshop gehabt, auch mit den Vertreterinnen und Vertretern hier auf dem Podium, die ich gleich vorstellen werde, in dem wir die Situation in den verschiedenen Ländern, in der Wohnungswirtschaft und die Ansätze der verschiedenen Wohnungsbewegungen, die sich gegen die Missstände dort mobilisieren, diskutiert haben. Eine kleine Bestandsaufnahme. Eva, zu meiner rechten Seite aus eurer Sicht als Vertreterin des europäischen Aktionsnetzwerks der Wohnungsbewegungen, hat dazu auch noch aus dem hier nicht vertretenen Europa Beispiele geliefert. In der heutigen Veranstaltung wird es darum gehen, dass wir darüber sprechen, wenn überall, das war nämlich das Ergebnis gestern, ähnliche Phänomene, ähnliche Probleme existieren, was ist dann möglicherweise die gemeinsame wirtschaftliche Wurzel dieser Themen, die politische Wurzel dieser Themen und wie kann dem entsprechend auch begegnet werden in der Frage einer anderen wirtschaftlichen Konzeption, einer Systemalternative sozusagen. Das wird heute unser Thema sein. Und morgen werden wir dann, um nicht in der akademischen Theorie zu bleiben, heute Nachmittag um 16.30 Uhr, werden wir dann in einem weiteren Workshop darüber diskutieren, welche strategischen Perspektiven die verschiedenen Wohnungsbewegungen in Europa haben können und wie sie sich gegenseitig unterstützen können, um eine Wirkung zu erzielen, die sich nicht nur auf die Phänomene bezieht, sondern die in einer längeren Perspektive auch zu einem Systemwechsel führt. Das ist der Rahmen, in dem wir uns heute hier bewegen. Ich stelle das Podium vor. Ich fange mit mir an. Mein Name ist Michael Tellmann. Ich bin mit Dr. Werner Heinz, der leider erkrankt ist und den ich hiermit entschuldigen möchte, verantwortlich für diese Seminarreihe. Zu meiner Linken habe ich schon vorgestellt Eva Bitavazzi vom Europäischen Netzwerk der Wohnungsbewegungen. Neben ihr rechts David Zarra von der PAH aus Spanien, aus Madrid. Ganz rechts außen Marie Hubin aus Paris von der Bewegung und der Organisation Droit au Logement, Recht auf Wohnen. Rechts außen habe ich Lina aus Madrid, ebenfalls von der Wohnungsbewegung, und Laura. Neben ihr sitzt Ingrid Hoffmann aus der Wohnungsbewegung in Berlin, Deutsche Wohnen enteignen. Und direkt neben mir sitzt Philipp Metzger aus Wien, Politologe und Spezialist in Fragen der Ökonomie des Wohnungswesens. Und er wird gleich auch die Diskussion eröffnen. Doch vorher möchte ich noch darauf eingehen, dass wir heute in unserem Forum, auch später in der Diskussion, uns auf dieses Thema, nämlich Ökonomie, Systemalternative und was kann Politik und was kann Politik nicht, beziehen werden. Das wird wie folgt ablaufen. Wir werden eine erste Diskussionsrunde mit zwei Fragestellungen haben, zu denen kurze Statements erfolgen. Dann werden wir eine zweite Runde haben, zu denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium kurze Statements abgeben. Und in der dritten Runde kann es Fragen aus dem Publikum geben. Allerdings bitte ich euch jetzt schon einen Zettel zu nehmen und euch die Frage, die ihr stellen wollt, aufzuschreiben. Weil wenn wir viele verschiedene Co-Referate haben, geht natürlich viel Gelegenheit verloren, intelligente Fragen zu hören und auch noch beantworten zu lassen. Das soweit. Ich würde dann eigentlich gerne gleich in die Diskussion einsteigen, hier auf unserem Podium. Moment.
Ich hatte es schon angesprochen, wir haben überall die gleichen Phänomene. Und da stellt sich natürlich die Frage, übrigens sind diese Phänomene, Räumung, Mietpreissteigerung, Steigerung der Wohnungsmieten, Privatisierung des Wohnungswesens, Konzentration des Wohnungseigentums, Vertreibung, das sind keine Phänomene, die wir nur in Europa haben. Wir haben diese Phänomene weltweit. Es gibt die Wohnungsbewegungen nicht nur in Europa, sie gibt es in Südamerika, sie gibt es in den USA, sie gibt es in Asien. Aber hier konzentrieren wir uns natürlich auf den europäischen Teil. Und das wirft natürlich die Frage auf, haben wir es hier mit einem wirtschaftlichen, ökonomischen, mit einem globalen Phänomen zu tun? Steckt dahinter ein globales System und was ist das System? Und deswegen möchte ich gleich in die Diskussion mit Philipp Metzger einsteigen. Philipp, welche Triebkräfte, welche Interessenlagen und Gruppen stecken hinter den Wohnungsproblemen, hauptsächlich in den Metropolen? Bitte schön, Philipp. Ja, also ich fange dann mal an mit, was sind die Gemeinsamkeiten und was ist eigentlich das Problem und die Ursache? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ja der Fordismus gebildet, also starker Sozialstaat, starke Gewerkschaften, starke Löhne. Und ab den 70ern ist es losgegangen mit dem Neoliberalismus, also Privatisierung, Abbau des Sozialstaates. Und in diesem Zuge gab es noch eine andere Entwicklung, nämlich ja auch die Deregulierung des Finanzmarktes und damit der Entstehung der Finanzialisierung. Das klassische Beispiel für Finanzialisierung auf dem Wohnungsmarkt ist zum Beispiel die USA und Großbritannien. Das heißt, das sind Eigentümernationen, das heißt, die meisten Leute wohnen dort nicht zur Miete, sondern besitzen ihr Haus. Dieses Haus haben sie natürlich nicht wirklich besessen, sondern sie haben sich dafür verschuldet. Im Zuge des Neoliberalismus und Abbau von sozialen Leistungen hat man auch teilweise wiederum Schulden auf dieses Haus aufgenommen, um zum Beispiel Gesundheitskredite zu bezahlen, Bildungskredite und so weiter. Man hat sozusagen eine Art Privatisierung des Sozialen vorangetrieben und ehemalige Sozialleistungen über die Häuser und die steigenden Werte der Häuser finanziert. Man hat sozusagen sein Eigentum als Bankautomat benutzt und diese Häuserkredite wurden wiederum auf den internationalen Finanzmärkten gehandelt. Und das Ganze ist ja dann auch in der Finanzkrise 2015 gecrashed. Oder 2008, Entschuldigung. Also das waren so mal kurz die ersten Jahrzehnte der Finanzialisierung auf dem Wohnungsmarkt. Die Sache ist nur die, dass sich diese Finanzialisierung überall anders geäußert hat. Also Deutschland ist anders als die USA beispielsweise keine Eigentümernation, sondern eine Mietnation. Deutschland ist insofern besonders, weil hier über die Hälfte der Bevölkerung zur Miete wohnen. Das ist eine Ausnahme für einen OECD-Staat. Das hat viel damit zu tun, dass mit der Entwicklung zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg es halt erstmal hier 23 Millionen Obdachlose gegeben hat. Es haben 5,5 Millionen Wohnungen gefehlt. Gleichzeitig hatte das deutsche Kapital von Anfang an die Idee, eine starke Exportindustrie aufzubauen. Und man hatte Angst, wenn es jetzt keinen günstigen Wohnraum gibt, dass dann die Gewerkschaften ihre zurückhaltende Lohnpolitik aufgeben könnten und damit der Exporterfolg gefährdet ist. Deswegen musste man schnell günstigen Wohnraum schaffen. Das hat man mit zwei Instrumenten gemacht. Zum einen den sozialen Wohnungsbau. Man hat in wenigen Jahrzehnten Millionen von Wohnungen gebaut und gleichzeitig mit einem sehr, sehr harten Mietrecht, gegen den der Berliner Mietendeckel nicht so hart war, ehrlich gesagt, im Vergleich. Man hat nämlich gleich die Preise festgelegt, man hat die Wohnungen zugewiesen. Und dieses Modell ist auch in Deutschland mit den 70ern, mit dem Neoliberalismus in eine Krise gekommen. Der Sozialstaat, also der Bund, hat sich aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen. Ab dann ist die Zahl des sozialen Wohnungsbaus stetig bergab gegangen. Der soziale Wohnungsbau hat sowieso in Deutschland den Fehler, dass er nach 30 Jahren automatisch privatisiert wird. Und in den 90ern mit Helmut Kohl wurde dann auch noch der Finanzmarkt liberalisiert. Übrigens noch härter später von der rot-grünen Regierung. Es gab die Finanzmarktförderungsgesetze 1 bis 4. Gleichzeitig wollte man den Wohnungsbau auch privatisieren. Man hatte erst daran gedacht, das so zu machen wie in den USA, dass die Leute ihre eigene Wohnung kaufen. Soll ich ein bisschen kürzer mich fassen? Ja, ihre Wohnung kaufen, das geht natürlich schlecht in Deutschland, weil wenn man
sagt in der sozialen Wohnungsbau, okay, ich gehe jetzt zur Bank und kaufe meine Wohnung, das wird in den wenigsten Fällen klappen. Oder beispielsweise, wir haben einfach keinen Subprime-Kreditmarkt. Man kann nicht wie in den USA sagen, ja, ich bin arbeitslos, ich würde jetzt gerne eine Eigentumswohnung kaufen, gebt ihr mir das Geld. In den USA ging das. Hier geht das eher nicht so gut wegen der, aufgrund der Bankenpolitik. Also hat man eigentlich zu einer Plan-B-Finanzialisierung gegriffen und hat den sozialen Wohnungsbau verkauft an große internationale Finanzinvestoren, an Private-Equity-Fonds. Gleichzeitig kam dann noch der historische Zufall dazu, die Wiedervereinigung, und plötzlich hatte der Staat über Nacht mehrere Millionen Ostimmobilien und konnte die natürlich verkaufen. Und das war natürlich ein hochprofitables Geschäft für die Finanzindustrie, weil es natürlich viel lohnender ist, wenn man am Stück 10.000 Wohnungen kaufen kann, anstatt nur 500 Wohnungen. Das ist natürlich ein Rationalisierungsvorteil. Um dieses Geschäftsmodell noch anzuheizen, hat dann die rot-grüne Regierung auf Private Equity Fonds und Hedgefonds die Steuern erlassen. Die zahlen bis heute übrigens keine Steuern im Immobiliensektor. Und die haben dann erstmal die Beschäftigten rausgeschmissen, die Reparaturkosten gespart, das heißt, die Wohnungen sind angefangen zu verschimmeln, zu vergammeln. Dann haben sie die Mieten erhöht und nach 5 Jahren haben sie das Ganze dann wieder verscherbelt. In der Regel haben sie es verkauft an der Börse. Daraus ist dann die Vonovia entstanden oder die Deutsche Wohnen, die ja auch eine Private Equity Strategie der Deutschen Bank war. Deswegen heißt sie auch Deutsche Wohnen. Genau, das war die zweite Phase, der Verkauf an der Börse. Das Ganze ging natürlich einher mit intensiver Lobbyarbeit der Immobilien- und Finanzwirtschaft. Die saß auch im Finanzministerium, hat einige Gesetze direkt geschrieben. Auch viele Politiker haben nach dieser Ära einen sehr lukrativen Job in der Finanzindustrie bekommen. Das Ganze habe ich hier, die einzelnen Gesetze und welche Lobbyverband was geschrieben hat, habe ich in meinen Büchern erwähnt. Das ist jetzt zu lang, das hier alles aufzuzählen, aber ich möchte den Punkt noch machen, zu sagen, das war ein politischer Wille und teilweise steht es wortwörtlich in den Koalitionsverträgen drin, dass man den Immobilienmarkt in Deutschland stärker an den internationalen Finanzmarkt koppeln wollte. Und ich habe die Stellen auch hier in den Büchern erwähnt. Und noch ganz kurz, um den Bogen zu dem Gemeinsamen zu spannen. Aufgrund dieser Ausnahme Deutschland, dass Deutschland diese Mietnation ist, haben wir es hier zu tun mit einer Finanzialisierung der Mieternation. Während jetzt zum Beispiel in Südeuropa, in zum Beispiel Spanien und so weiter, haben wir viel eher die amerikanische Finanzialisierung, dass dort die Leute Eigentum erworben haben über Schulden. Genau. Ja, vielen Dank, Philipp. Das war schon mal ein ganz guter Einstieg. Und wir erinnern uns nochmal. Du hast den internationalen Finanzmarkt erwähnt und 2008, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, was dann in die Immobilien fließt. Und dieses Geld ist natürlich auf den internationalen Finanzmärkten in der ganzen Welt, Finanzmarkt-Modernisierungsgesetze auch in Deutschland, flüssig und kann zwischen den Ländern hin und her fließen, sodass es sich nicht nur um nationale Investoren, sondern auch um internationale Investoren, zum Teil anonyme Fonds handelt, wie zum Beispiel auch BlackRock, die Geld einsammeln, um dann in den verschiedensten Ländern, nicht nur in Europa, zu investieren. Und du hast schon gesagt, in Spanien sieht es anders aus und dazu wird jetzt der David einsteigen und die Sicht, welche Triebkräfte, Interessenlagen und ökonomische Zusammenhänge stecken dahinter, aus spanischer Sicht darstellen. David, vielen Dank, Philipp. Can you hear me? Yeah. Okay, thank you all. I hope I will make justice to history in Spain. I will cover a very long period of history, so bear with me. We could say that Spanish home ownership state or the view as a country, as a home ownership country started during Franco's era, and I will explain you why. In the 1950s, Spain had in the 1950s, Spain had one of the lowest home ownership rates that we ever had. 45% of the people owned their homes, whereas 55% of the people were renters. In places like Madrid, for instance, 95% of the people were renting their homes. So everything shifted from Franco's era. He wanted to create a country of homeowners. Actually, there's one of the first housing ministers, Miguel Arrese,
He used to say, we want a country of homeowners, not a country of proletarians. So that was where the idea of homeownership was engineered. It has been referred, actually, as Thatcherism avant la lettre, in terms of creating homeowners was a way of creating people who are adept to the regime, to the dictatorship, and everything started there. And what else can I tell you? Obviously, we came from a country, we came just after the Civil War, where many houses were destroyed, many people were migrating from the countryside to the cities. So many people didn't have a home. So many people were arriving to the cities without a place to stay. So in desperation, many people built shacks in the slums in the outskirts of the cities. So Franco saw this as a problem. So Franco's regime thought, we need to build homes. We need to build homes. And the idea was building what we call BPOs, which is Viviendas de Protección Oficial, which stands for Officially Protected Housing, meaning it's not social housing per se, it's housing which the price will be protected from the market. So the increase in property development in terms of BPOs was increasing over the years, and it's true that Franco built an awful lot of housing for the masses, but it's also true that this housing many times wasn't given to people who needed the most. So, and I must say that it was always in ownership. You were buying a VPO, always in ownership, on a very low rent first, and then you end up buying it. What Franco saw, that the construction sector had an impact, and so it was very good for the country itself, was seen that as an economic engine for the country. At the same time, it was building the industry, but the industry wasn't really launching, although in the 50s and in the 60s, the industry was doing very well, but didn't end up launching because of European pressure, etc. So he thought that, as I'm trying to say, the building sector had its impact. So in the 60s, 50s and 60s, Spain also started to receive international tourists, as we all know. So he understood that in order to receive more tourists, he had to develop an industry, meaning he had to build infrastructure, he had to build hotels, accommodation, etc. So all these things together, seeing the housing industry on one hand and the tourism industry on another, he saw that it had big potentials. So going back to tourism was building up, more people were coming, so he sought a potential of letting private developers coming into the country and helping them, supporting them to build more and more, not only infrastructure for tourism, but also housing. And then we arrived to the first building boom in our area, in our country, that happened between 1970 until 1973. Which exploded, and particularly because of the oil crisis, as we all know, and things started to. Obviously, we went into democracy in 1975. We had the first elections in 1978, and in the 1980s, we had the liberalization of the banking sector. So, we facilitated or we eased the conditions of buying homes. So, up to that moment, if you wanted to buy a home, it was very difficult. Not many banks were giving you a loan or a mortgage. So at that moment, the country itself, I'm good with time, the country itself facilitated the conditions that you could get a loan for up to 80% of the value of your mortgage. So in 1985 and until 1992, we had the second building boom. Obviously, again, we had a lot of houses being built all over the country. And one thing is important to point out, that not only in the first, but also in the second, and also later on in the third building boom, the country was building a lot of homes, with a lot of people that were investing in homes, were a lot of people who were investing in a second home, but there were an awful lot of people who didn't have a home. So this is important to point out, because we had a country that was building more than what we needed, yet there were a lot of people who didn't have a place.
In 1975, for instance, FOESA, which is part of Caritas, made a report, and they found out that there was 1.5 million people who didn't have a place to stay, although we were just coming from a building boom, so which that's important to point out. So we're going forward in history, and we arrive at the end of the second building boom, a huge crisis. We joined the European Union. There's money coming from the European Union. And in 1997 until 2008, we come into the third building boom, where the country, I mean, the banks are receiving money from international banks. Obviously, we're building not only more than what we need, but we're building more than any other country in the world. Construction levels arrive to a crazy level, and the crisis comes in 2008, and we realize there's an awful lot of people losing their homes. PA had made a report, although we don't have feasible data, because the government doesn't provide the data, and we arrive at the point in which we figure out that it was nearly a million 2,000 people who had lost their homes after the crisis. And in 2012, the national government runs an arrangement or runs an agreement with vulture funds who come into to the country willing to invest in the sector, in the housing sector, because it's an awful lot of houses vacant. The crisis left, we think, up to 3 million and a half houses vacant, empty, which were no sold to anyone. So the vulture funds were coming into the country expected to invest. So the national government ran an agreement with them and kind of put in the red carpet to them and offering all kinds of agreements and all kinds of help in order to invest. And such as, for instance, to run a couple of them, there was an agreement that rental agreements were dropping from 5 years minimum to 3 years. Also, you could evict a tenant if he didn't meet his payments twice. Also, vulture funds were able to buy an entire building despite having tenants, and tenants didn't have the choice to buy, for instance, the house or the flat if it was owned by and poorly by a vulture fund. And that's where we are right now. We're still facing a huge crisis, and vulture funds are running the show, as we could say. For instance, Blackstone owns more than 50,000 homes in Spain. The rental market is increasing in places like Madrid, Barcelona, Seville, Valencia. We only have seen increases in rental prices rather than decreases despite the pandemic, and so on and so forth. So I think I will leave it there, and hopefully my friends from Madrid will be able to help me out. Yeah, vielen Dank, David. Wir sehen hier, wie Geschichte, Politik und Wirtschaft sich verknüpfen zu dem, was wir heute Wohnungskrise nennen. Und bevor ich jetzt nach Deutschland zurückkehre, mit Ingrid, würde ich gerne noch sehen und hören, wie die Situation in Frankreich sich entwickelt hat, wo hier die ökonomischen Triebkräfte sind und wie sie mit der Politik möglicherweise zusammenspielen. Marie, du hast das Wort. Okay. Micro, il faut que tu prennes le micro. C'est bon? Ouais, désolé, il y a le décalage avec la traduction. Merci beaucoup pour la traduction. La situation en France par rapport au logement, on est un petit peu un intermédiaire, on va dire, parce que nous, aujourd'hui, il y a un peu plus de la moitié des habitants en France qui sont propriétaires et un peu plus de 40% qui sont locataires. Et parmi les locataires,
un petit peu moins de la moitié qui sont locataires de logements sociaux. En fait, je vais revenir un petit peu sur l'histoire du logement social en France. Les logements sociaux ont commencé en France au 19e siècle. Et dès le départ, on a eu un petit peu trois grandes catégories de logements sociaux en France, avec trois types de propriétaires de ces logements sociaux. Il y avait d'un côté les logements sociaux publics, donc ce qu'on appelle les offices, qui sont construits par les communes, par les départements, etc., par les collectivités territoriales. On avait aussi les logements sociaux patronaux, donc construits par les patrons pour loger les ouvriers, les salariés, etc. Et aussi un troisième propriétaire de logement social, c'est les organisations caritatives, les œuvres de charité, etc. Aujourd'hui, le logement social en général est attaqué. L'État s'est beaucoup désengagé du logement social, c'est-à-dire que tous ces types de logements sociaux étaient financés par l'État. Pour les construire, il y a des prêts qui sont faits par l'État, et jusqu'à il y a quelques années, il y avait aussi des aides directes de l'État pour construire ces logements sociaux. Aujourd'hui, l'État ne finance plus. Il y a toujours des prêts qui sont faits, mais il n'y a plus de financement direct. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que parmi ces trois grandes familles un petit peu de logements sociaux, les logements sociaux aux mains du patronat sont en train de devenir de plus en plus importants. Aujourd'hui, il y a près d'un million de logements sociaux qui sont directement gérés par le patronat français. Et en général, le logement social est de plus en plus marchandisé. Donc, d'un côté, il y a plus d'aide de l'État, et d'un autre côté, alors que dans les années 60 ou 70, les différents bailleurs sociaux se vendaient des logements, des immeubles entiers de logements sociaux pour un franc symbolique. Aujourd'hui, ils se vendent au prix du marché. C'est le même fonctionnement que pour le logement privé. Et donc là aujourd'hui, le logement social, alors le logement social public aux mains des collectivités territoriales, villes, etc., est de plus en plus menacé. Il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que toute une série de lois qui passent pour obliger les bailleurs à fusionner entre eux pour supprimer les petits bailleurs sociaux et pour qu'il n'y ait plus que d'énormes mastodontes. Désolée pour la traduction. Qu'il n'y ait plus que d'énormes mastodontes dans le logement social. Et donc, par rapport à cette situation, on a de moins en moins de logements sociaux, alors que on a 2,2 millions de personnes, enfin de familles, qui sont demandeuses de logement social, qui sont en attente de logement social aujourd'hui en France, et donc 2,2 millions qui attendent un logement social, et en face 410 000 attributions seulement par an. Donc on a un déséquilibre qui est très clair là-dessus, qui donc fait le jeu aussi du mal logement. Il y a 2,8 millions de mal logés en France, et cette pénurie de logement social aussi. Avec l'augmentation des loyers, que ça soit en HLM ou dans le privé, parce que l'augmentation concerne aussi les logements sociaux, pour l'augmentation des loyers, augmente aussi les expulsions. Et aujourd'hui, on a un nombre de familles qui sont menacées d'expulsion, qui atteint des records jamais vus. En plus, avec la crise sanitaire, ça s'est encore aggravé, et le nombre d'expulsions a triplé en seulement 20 ans aujourd'hui en France.
Alors, et par rapport à ça, justement, sur les mécanismes de spéculation, etc., si l'État se désengage financièrement du logement social, néanmoins, il touche quand même énormément. Il y a les recettes fiscales qui sont liées au logement pour 2020 étaient de 78,8 milliards d'euros. En parallèle, les aides versés par l'État sont de 37,6 milliards d'euros pour le logement. Donc on voit très clairement que l'État le logement cher rapporte à l'État, et à côté de ça aussi on a calculé que les surprofits de l'immobilier, les surprofits liés au logement et à l'immobilier en France sont parmi les plus importants profit en général, et le, enfin voilà, et donc clairement le logement cher à la fois enrichit le privé et rapporte à l'État, et à côté de ça crée des situations de mal logement, puisqu'on a un nombre de logements vides qui a jamais été aussi important, avec une spéculation des immeubles entiers qui sont laissés vides, ou des immeubles de bureaux qui sont construits alors qu'il y aurait besoin de logements qui sont aussi laissés vides, et de plus en plus de logements aussi qui sont destinés aux locations touristiques. Ah, pardon, désolé. Ok, là c'est bon ? Ouais, ok. Non, bah donc bah voilà, enfin en gros on a l'État qui se désengage du logement en général, mais qui continue à récupérer sur les transactions financières, etc., beaucoup d'argent, et qui finance de moins en moins le logement. Voilà, merci Marie, c'était... Merci, Mary. Das war sehr interessant. Und bevor ich jetzt gleich auf wo Eva was zum Thema Europa sagt, insgesamt nochmal, die Frage des Eigentums zieht sich wie ein roter Faden durch die Beiträge. Und deswegen würde ich die Ingrid jetzt bitten, aus Berlin zu sagen, warum sie genau diese Eigentumsfrage auch in ihrer Initiative so stark betont haben. Ingrid, wie ist die Situation in Berlin? Wie hat die Berliner Mieterbewegung sich mit der Finanzentwicklung und den Folgen auseinandergesetzt? Hallo. Also in Berlin, das hatte ich gestern auf dem Workshop schon dargelegt, haben wir nochmal eine ganz spezielle Situation. Philipp hatte ja vorhin darüber informiert, dass in Deutschland ungefähr 50% der Menschen zur Miete wohnen. In Berlin sind das 85. Und wir haben es in Berlin mit unserer Initiative vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns mit dem Interessengegensatz beschäftigen zwischen den Renditebestrebungen der großen Eigentümer, der großen Immobilienkonzerne, die in Berlin ein Viertel des gesamten Wohnungsbestandes besitzen. Das sind mindestens 240.000 Wohnungen, die diesen Konzernen gehören. Und wenn wir von den großen Eigentümern sprechen, dann meinen wir die ab 3.000 Wohnungen haben. Unser Hauptgegner ist die Deutsche Wohnen gewesen, die ja kürzlich von Vonovia aufgekauft wurde, und die hatten in Berlin damals 115.000 Wohnungen. Der Interessengegensatz, also der uns interessiert, ist der zwischen Rendite und der Verdrängung der Mieter in einstmals preiswerten Wohngegenden, die qualitativ natürlich auch sehr vernachlässigt worden sind. Da wurde nicht investiert, weil es ja darum ging, Rendite für die Aktionäre zu erwirtschaften. Speziell im Osten der Stadt haben wir nochmal eine andere Situation, denn da können wir mittlerweile von 3 Enteignungen sprechen. Das Gros der Wohnungen im Osten war ja kommunal, gehörte der Stadt, war also, oder man kann auch sagen, es war Volkseigentum, und das wurde durch die Privatisierung schon zum ersten Mal enteignet. Die Mieter
die dann mehr Miete zahlen mussten, wurden quasi in ihren Löhnen enteignet dadurch, weil sie ja immer mehr Geld für die Miete aufbringen mussten. Und die dritte Enteignung, das ist die, die wir anstreben als Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, nämlich die der Konzerne. Warum haben wir von Enteignen gesprochen, wo wir doch im Grunde genommen die Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz meinen? Weil 2018, als die Initiative angefangen hat zu arbeiten, sich wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen in diesem Land unter Vergesellschaftung etwas vorstellen konnten. Und unser Kalkül war so, Enteignung, das weiß jeder, wenn irgendwo ein Stück Autobahn gebaut werden soll oder eine Ortsumgehung und ein Bauer will seinen Acker partout nicht hergeben, da wird nicht lange gefackelt, da wird er enteignet. Das geht aber nach Artikel 14 Grundgesetz. Artikel 15 ist der Vergesellschaftungsartikel und wir waren da so ein bisschen ungenau am Anfang, weil wir uns gesagt haben, wenn wir von Enteignung reden, das wird so eine Welle machen, das wird so viel Aufmerksamkeit uns bringen, das wird so in den Mittelpunkt des Interesses rücken, dass wir dann in einem zweiten Schritt erklären können, wir wollen vergesellschaften nach Artikel 15. Jetzt habe ich noch ein paar Zahlen hier vorn angebracht. Ich weiß nicht, ob man das da hinten noch lesen kann. Das sind Zahlen, die aus dem Geschäftsbericht der Vonovia von 2020 stammen. Wir haben nämlich zwischen 2010 und 2018 in Berlin eine extreme Verschärfung dieser Situation gehabt. Während die Netto-Medianlöhne von 2010 bis 2018 um ungefähr 230 Euro gestiegen sind, stieg die Miete bei Neuvermietungen, also die sogenannte Angebotsmiete, in einer durchschnittlichen Wohnung von ungefähr 440 Euro 2010 auf 810 2018. Also die Mieten sind doppelt so hoch gestiegen wie die Löhne. Vonovia gibt in ihrem Geschäftsbericht 2020 bekannt, dass pro Aktie eine Dividende von 1,69 Euro ausgezahlt wurde. Insgesamt verfügt die Vonovia über 575 Millionen Aktien. Die Summe aller Dividenden, ich sage jetzt mal nur 972 Millionen, die restlichen Zahlen stehen hier vorne am Board. Insgesamt hat die Vonovia in Deutschland 415.666 Wohnungen. Das heißt, dass pro Wohnung eine Dividende von 2.338,74 Euro ausgezahlt wurde. Wenn man das jetzt umrechnet, nämlich die Gesamtsumme der Dividende durch die Zahl der Wohnungen teilt, dann kommt man im Durchschnitt, das ist wirklich nur ein Durchschnitt, wenn die Wohnung größer ist, ist es natürlich mehr, wenn die Wohnung kleiner ist, ist es weniger. Aber im Schnitt kommt man auf 194,90 Euro, die automatisch von jeder Monatsmiete an die Aktionäre verteilt werden. Und wir stehen als Initiative auf dem Standpunkt, dass wenn diese Interessen der Aktionäre nicht mehr befriedigt werden müssen, weil die Wohnungen wieder Gemeineigentum werden, dann fallen schon mal automatisch knapp 200 Euro pro Wohnung im Durchschnitt jeden Monat weg, um dass man sofort die Miete senken könnte. So viel zur Situation in Berlin. Ja, vielen Dank, Ingrid. Vielen Dank, Ingrid. Das war sehr eindrucksvoll. Ich möchte noch mal erinnern, fast 1 Milliarde geht an die Aktionäre. Man musste sich vorstellen, wenn diese 1 Milliarde an den öffentlichen Eigentümer ginge und für die 1 Milliarde würden Wohnungen gebaut, wie die Probleme sozusagen schon gelöst werden könnten. Und was uns jetzt natürlich interessiert, das wird Eva beisteuern, die uns nochmal einen Blick über die jetzt nicht genannten Phänomene und die Erscheinungen im Europa darstellen wird. Eva, wir sind gespannt. Hello everyone. I hope you are okay, because it's a lot of information for a Friday morning.
But I see you are following, so I'm happy. So I'm from a network of organization from Europe. We are like 34 groups acting on the field to against evictions, for helping people find a house, for trying to diminish the rents. So this kind of discussions we have this morning is the kind of discussions we have with this network of groups that come from 20 different countries. So sometimes we are confused because we hear about, okay, there is Vonovia or Deutsche Wohnen, and also there is this housing system in Spain, and what is the link between all this? So we gathered in 2013 for the first time. We noticed that all of us had problems with housing all around Europe, and we wanted to understand what are the mechanisms behind it. And this is why we wrote, with the help of Rosa Luxemburg Stiftung, this book that you can find online for free, that is the financialization of housing processes. And through this book, we try to link all the realities of these different areas of Europe. Why in Spain there are so many evictions? Why in Berlin the rents go so high? Why in Sweden the social housing is also privatized and liberalized? Why in Greece people are also evicted, but the mortgage debt was not as tragic as in Spain? So where we found a common ground, it was when we analyzed the banking system. And we realized how close the housing issue and the bank system issue are, actually. How close they are and how much one alimented the other. So we tried to start our analysis with history, but okay, the common ground we came up with was this subprime crisis in the USA that started in 2017, that blew up, actually, not started, it blew up, and that became a financial crisis and that affected all of the banking system of Europe also. And what happened is, mainly, there are some areas in Europe that had to deal with the mortgage debt crisis. Spain, Portugal, Greece, Ireland, and some other countries also. And they were facing eviction or threats of evictions or foreclosures because many mortgages were given to them. To the people so that they could access housing, because it was not that people, they were very happy to be owners. It was that they wanted to have a house. And to have a house, the cheapest way at that time, it was to get a mortgage. So this is very important to say, because in Europe there was this idea during the crisis that started in 2008, that people were responsible for the housing problems. But what they were responsible for is that they were just living in a country that affordable housing was not existing. So this is a first point. How the banks gave all these mortgages to people in Spain, in Portugal, in Greece, in Ireland, in all these countries? How did the banks get so much money? And we ask ourselves this. And we discovered that many, many money from these banks, the periphery of Europe, came from Central European banks. So when these banks of the periphery faced a mortgage debt crisis, they could affect the banks in Central Europe too, and affect the whole of the European economy. And this is where the Central European Bank, the European Central Bank, decided to act. And the European Central Bank normally does not have to deal with housing issues.
but it has to deal with bank problems. And when it comes to mortgage, then in a way, in an indirect way, the European Central Bank also influenced housing issues. And how it did, it's by forcing the countries to sell the bad loans, as they called it. It means the loans that the debtors couldn't pay for 90 days. They forced them to sell them to vulture funds. So this is the funds that our friend David told us about. But financialization process is not one way. It has many ways. And these are the ways of the periphery, we could say. But it's also, we can find financialization processes through, for example, the investment in housing, like in Berlin, where funds are trying to find a way to invest and to find a refuge for their capital. They need a refuge for their capital during crisis, so they invest in land and in housing. Also, it's an investment that is lucrative, of course, because as Ingrid told us, there is a lot of benefits for shareholders. And then there is another way of financialization. There are many ways, but I will only say these three because after I will speak for 20 minutes. Another way is the securitization. So I said that there are some areas in Europe we see common things, periphery, center, but there are also some exceptions. One of the exceptions is Belgium. Belgium is not a country of renters, even if it's all around renter countries, but in Belgium we really like private property and also mortgage debt. And there, the financialization is through the securitization of mortgage debt. What it means is that people like you and me, we take a debt to the bank, and then the bank, it make a package, and this package, it sells it to funds, and it goes to the financial market. And it makes benefits out of it. So these are the three main, but there are a lot more. We'll speak another time about them. Ja, vielen Dank, Eva. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr genau gesehen, dass im Zentrum das die Frage des Eigentums, die Frage der Rendite, die Frage der Banken steht. Und wir sind zum Schluss zu dem Anfang zurückgekommen, den Philipp schon angesprochen hat, nämlich die Frage, dass das Kapital frei fließt. Denn das ist ja die Voraussetzung dafür, dass beispielsweise das, was Eva gerade geschildert hat, die Schulden weiter verkauft werden können. Und zwar nicht nur in Belgien, sondern auf dem internationalen Kapitalmarkt können Anleger dann belgische Schulden kaufen. Und keiner weiß eigentlich mehr, wer ist der Gläubiger der jeweiligen Schulden. Damit haben wir jetzt unsere Runde zur wirtschaftlichen Seite zunächst abgeschlossen, aber wir haben schon gemerkt, diese Wirtschaft funktioniert nur, weil beispielsweise der Staat den Kapitalmarkt flüssig gemacht hat, weil der Staat sein Eigentum anbietet als Ware auf dem Immobilienmarkt. Und deswegen möchte ich jetzt in die zweite Runde einsteigen, und zwar, wie weit gehen denn die Möglichkeiten der Regierungen umgekehrt positiv in Sinne der Mieterinnen und Mieter auf die Wohnungsfrage einzuwirken. Wo sind die Möglichkeiten und wo sind die Grenzen? Und welche staatliche Regulierung sollte denn erfolgen aus der Sicht derjenigen, die sich hier auf dem Podium schon sehr genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben? Ich möchte dazu einsteigen auch wieder mit Philipp. Und ihm wird dann folgen Laura und Lina, um dann aus spanischer Sicht diese Möglichkeiten der staatlichen Einwirkung zu beschreiben, denn da müssten ja die Bewegungen den Druck drauf ausüben. Philipp. Ja, also ich würde sagen, dass die Kompetenzen des Staates unglaublich weit gehen könnten. Wenn man den politischen Willen hätte, etwas verändern zu wollen, dann könnte man sehr, sehr viel tun. Beispielsweise Derivate könnte man verbieten. So. Die gab es noch gar nicht so lange in Deutschland so. Und an den Derivaten lässt sich auch ganz gut zeigen, dass alles mit allem zusammenhängt. Also beispielsweise hat Ingrid ja gesagt, wie viel Deutsche Wohnen verdient hat. So.
Obwohl sie so krasse Profite gemacht haben, wären sie übrigens im Jahr 2007 fast pleite gegangen. Ich meine, warum das? Ich meine, die haben so viel Gewinne gemacht auf dem deutschen Mietmarkt. Einfach, weil die auch ein Finanzkonzern sind und in Immobilienkredite in Krisenländern investiert waren. So zum Beispiel in Spanien oder in den USA. Da haben die nämlich die Häuserkredite gekauft. Also in der Finanzialisierung waren sie sozusagen auch eingebunden. So viel also zu den Derivaten, wo man was machen könnte. Dann Private Equity Fonds. Wieso muss es diese Fonds geben? Das Attraktive an Private Equity Fonds ist, dass sie nicht reguliert sind. Deswegen sind die so attraktiv so. Und deswegen treffen sich dort institutionelle Investoren oder sehr, sehr reiche Investoren, treffen sich privat und sagen, wir machen so eine Art Privatfonds ohne Regeln und gehen damit auf den internationalen Finanzmarkt. Warum muss man sowas erlauben? Und dann verstehe ich nicht, wenn das so eine Art Privatclub ist von Investoren, warum sagt man dann als deutscher Staat, ja, und ihr müsst nicht mal Steuern zahlen, im Gegensatz zu allen anderen Fonds. Also das ist schon ein bisschen, kann man einfach was tun. Dann kann man die Wohnungskonzerne, Vonovia, Deutsche Wohnen und wie sie alle heißen, die Adler, die haben ja insgesamt in Deutschland über 1 Million Wohnungen. Natürlich kann man die vergesellschaften. Also die Wohnungen, die hat alle vorher der Staat gebaut. Vonovia hat kaum Wohnungen bisher gebaut. Die Deutsche Wohnen hat in 10 Jahren in Berlin nicht eine einzige Wohnung gebaut. Das hat alles der Staat vorher finanziert mit sozialem Wohnungsbau. Das hat alles der Staat, das haben alles Steuerzahlerinnen finanziert. Da verstehe ich nicht, warum Finanzkonzerne jetzt abkassieren sollen. Dann kann man den sozialen Wohnungsbau mit viel Geld ausstatten. Und es kann mir niemand sagen, dass das nicht geht, wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von wenigen Jahren mehrere Millionen Wohnungen in Deutschland bauen konnte. Warum soll das jetzt bitte nicht gehen? So, das kann man natürlich tun. Warum man es damals gemacht hat, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, weil das wirtschaftliche Interesse da war, weil man es eigentlich, ich sag mal, eine indirekte Subvention fürs Industriekapital war. Und heute müsste man halt mehr Wert auf die Mieter, Mieterinnen legen und da müssen wir halt politischen Druck aufbauen. Das kann man machen. Man kann auch einen bundesweiten Mietendeckel machen oder man kann auch, was ja auch, wenn dann meistens heißt es ja dann, ja, ist das denn rechtlich möglich, ist das denn rechtlich nicht möglich? Also da verweise ich dann immer gerne auf das Mietrecht der 50er Jahre. Da hat man die Mietpreise festgelegt, Leerstand war verboten und der Vermieter durfte auch nicht entscheiden unbedingt, wer in seine Wohnung einzieht, sondern man hat das als Staat zugewiesen, wer welche Wohnung am dringendsten braucht. Also rechtlich ging da sehr viel. Und das unter Konrad Adenauer, also die CDU würde das wahrscheinlich heute als Sozialismus bezeichnen. Also und auch international würde ich sagen, geht sehr viel. Aber nochmal ganz kurz dazu ist auch, der Staat ist ja indirekt auch immer beteiligt. Auch wer zahlt denn am Ende die Profite für Vonovia und Deutsche Wohnen? Also in Deutschland gibt es zum Beispiel, also wir haben jetzt in Frankreich gehört, dass der Staat eigentlich ein bisschen mitkassiert an den steigenden Mieten durch die Steuern. In Deutschland ist es so, dass der Staat eigentlich teilweise sogar noch die Profite für die Deutsche Wohnen und die Vonovia bezahlt, beispielsweise mit dem Hartz-IV-Geschäftsmodell. Es läuft so, Vonovia als ein Konzern, der fast 500.000 Wohnungen besitzt, der hat halt ganz andere Möglichkeiten strategisch als, ich sag mal, der Durchschnittsspekulant, dem vielleicht so 10 Zinshäuser gehören. Vonovia kauft einfach mehr oder weniger ein gesamtes Cluster in einer Stadt wie Berlin, sagen wir mal ein halbes Viertel in, sagen wir mal, Gropiusstadt. Dann steigere ich die Miete. Wenn die Miete steigt, dann steigt auch der Mietspiegel. Wenn der Mietspiegel steigt, dann steigt die Hartz-IV-Bemessungsgrundlage. Das heißt, das Amt zahlt immer mehr Geld für die Mieten von Hartz-IV-Empfängern. Die Hartz-IV-Empfänger haben davon aber gar nichts und das Geld fließt direkt zu den Finanzinvestoren und wird als Dividende ausgeschüttet. Das heißt, das Versprechen des Neoliberalismus war, der Staat macht eigentlich alles besser. Ich meine, der Markt macht alles besser und der Staat spart Geld. Und rausgekommen ist, der Staat zahlt eigentlich die Profite der Investoren. Und wenn wir schon bei dem Thema Staat sind und bei dem Ding, was kann eigentlich der Staat tun? Also ich finde, deswegen ist es eigentlich ein zusätzliches Argument für Vergesellschaftung, aber auch international. Also wir haben über BlackRock gesprochen.
Also ich finde auch, dass man über solche Konzerne mal nachdenken könnte, ob man die nicht zerschlägt. Aber wer ist denn unterhalb, also es wird ja immer gesagt, der Finanzmarkt, unglaublich kompliziert, man weiß ja gar nicht, wer dahinter steckt, hinter diesen ganzen Fonds und so weiter. Aber im Endeffekt kann man sagen, es sind 5 große Player. Da gibt es zum einen BlackRock, dann gibt es den Staatsfonds von Norwegen, den Staatsfonds von Saudi-Arabien, den Staatsfonds von Singapur und den Staatsfonds von Katar. Also es fällt auf, wenn man mal BlackRock wegnimmt, dann sind das alles staatliche Akteure. So viel zu Neoliberalismus braucht, daran sieht man auch, dass der Neoliberalismus einfach den Staat braucht. Und natürlich kann man hier staatlich intervenieren. Und wenn auch gesagt wird, die Private Equity Fonds, klar, das sind natürlich zum Teil internationale Akteure, aber in Deutschland gibt es 250 Private Equity Fonds mit Sitz in Deutschland, die auch bei den Immobilien mitmischen. Da kann ich die ja wohl regulieren, da kann ich mich ja nicht als Politiker, Politikerin immer rausreden mit, ja, das sind alles internationale Akteure, da kann ich ja nicht so viel regulieren. Und also die 250 Private Equity Fonds, die kann ich ja sehr wohl regulieren und auch der BVK, das ist übrigens der Lobbyverband in Deutschland, der Private Equity Industrie. Ich verstehe auch nicht, warum die im Finanzministerium ein- und ausgehen und hier teilweise auch Gesetze schreiben. Also auch die Idee mit der Privatisierung der Autobahnen, so, was ja vor kurzem war, das war auch wieder so eine Idee des BVKs. Also man kann sehr, sehr viel tun als Staat, wenn der staatliche Wille da ist. Und man kann das auf der deutschen Ebene machen, man kann das auf der europäischen Ebene, könnte man sehr viel machen. Es wurde ja auch schon über die EZB und so weiter gesprochen. Aber auch auf internationaler Ebene könnte man sehr, sehr viel tun, wenn der politische Wille da wäre. Ja, vielen Dank, Philipp. Und ich gebe gleich weiter. Die Frage des politischen Willens und die Möglichkeiten der Regierungen. Wie sehen unsere Freunde aus unsere Freundinnen, aus Spanien das? Muchísimas gracias. Primero es importante entender que el poder que tiene el gobierno español es limitado, teniendo en cuenta que actualmente, en el 2022, no existe una política de vivienda en España. Lo que ha existido de manera implícita es una política inmobiliaria. Vale. El gobierno tiene un poder limitado debido a que no existe una política de vivienda. Vielen Dank, dass ich jetzt das Wort ergreifen darf. Also man muss erstmal verstehen, dass der Staat wenig Macht hat in diesem Fall und 2022 gab es im Moment auch noch keine Politik, die in diesem Bereich agieren kann, also eine Immobilienpolitik. Und der Staat, wie ich schon gesagt habe, hat eben in diesem Bereich wenig Macht. Okay, gracias. I'm going to do it in English, but thank you. So during all the process that David told, we've seen that the government has had more solidarity with the financial lobby. That is something that also has been explained by my colleagues. And it has had consequences on the low percentage that the Spanish government has over public housing. We are talking about less than 2% of public housing in Spain. So what we think that one of the measures that government must do is increasing that public housing, since that could regulate the market. Government has not the power to regulate the market, since a lot of the houses nowadays, how David explained, belong to those funds. Also, it is relevant to note that the government has not data about housing, since it doesn't have any law. Now it is interesting to say that Idealista, that is one platform in which, I don't know if it exists in here in Germany, but it exists around other countries where people search houses for renting, is the only data collection that the government doesn't own because it's a private company. The government do not have any source from them to understand the housing problem. Also, because all the violation of the right, to housing that happened after the outbreak of the crisis, DEPA, the anti-eviction platform, has also created a proposal of a law that is the law that pretends to enforce the right to housing in Spain, and that's going to be explained by Laura.
La propuesta de ley de los movimientos sociales es una legislación del derecho a la vivienda con un enfoque de derechos humanos. Hasta ahora en España ha habido políticas del mercado inmobiliario, pero nunca hemos tenido una ley del derecho a la vivienda. Also unser Vorschlag ist eine Legislation, die das Recht auf Wohnen bestimmt und das soll auch mit den Menschenrechten einhergehen. Und wir haben bis jetzt noch keine richtige Wohnungspolitik gehabt, aber wir wollen das jetzt eben ändern. La propuesta que hemos hecho nosotras se construye sobre la base de una doble columna central, una doble columna vertebral, constituida por dos conceptos. Uno es el derecho subjetivo a la vivienda, que es el derecho de todo ser humano que resida en España, por el hecho de respirar, de tener un lugar donde vivir, un lugar estable y seguro y definitivo donde vivir. Unser Vorschlag basiert auf zwei Säulen, also ein Konzept, das auf zwei Säulen basiert. Zum einen das subjektive Recht auf Wohnen, das heißt, dass jeder in Spanien, der lebt, dort lebt und auch atmet, ein Recht auf einen Wohnungsraum hat. Das bedeutet einen stabilen, sicheren und definitiven Wohnraum. Una ley que proteja este derecho de tal manera que una vez sea vulnerado, podamos acudir a las instituciones o al juzgado para que sea para denunciarlo y que sea restituido este derecho. Wir möchten, dass dieses Gesetz auch eine soziale Funktion hier hat und dann einmal, wenn es dann durchgesetzt wurde, auch an die Institutionen weitergegeben werden kann. La cuestión es, para que este derecho sea posible, entra en juego el segundo elemento de la ley, que es la función social de la propiedad privada. Si todos tenemos derecho a una casa, pero ¿dónde están las casas? Das bedeutet, dass dieses Recht auf der zweiten Säule basiert, das soziale Funktionsrecht auf Privateigentum. Das bedeutet, dass alle ein Recht auf einen Wohnraum haben, aber wo ist nun dieser Wohnraum? En la Constitución española existe el derecho a la propiedad privada, pero está definido con unos límites. Y aquí entra la función social de la vivienda. Las viviendas están construidas para habitar gente. Y ese es el límite de la propiedad. Podemos tener viviendas, podemos venderlas, comprarlas, alquilarlas, pero para darles el uso para el que fueron construidas. Y esto está en la Constitución, pero no está en la vida real, porque no se ha desarrollado una ley que lo proteja. Wir sind hier auf der Basis der Konstitution, das heißt, wir haben das Recht auf Wohnen. Es ist eine soziale Funktion. Wir können unsere Wohnräume vermieten, verkaufen oder sonst was mit ihnen machen, aber eigentlich der eigentliche Grund und Zweck dieser Wohnungen oder dieser Wohnräume wird noch nicht verfolgt. La ley que está tramitando el gobierno en el Congreso no tiene nada de esto y estos son los elementos esenciales que protegerían y garantizarían el derecho a la vivienda. Nosotras incluimos cinco elementos imprescindibles para que una ley sea efectiva. Dieses Gesetz ist im Kongress und das bedeutet aber, es ist noch nicht durchgesetzt worden und es ist aber essentiell hier, um auch diesen Grundgedanken einer Wohnung zu haben und wir haben hier eben fünf Grundelemente, um dieses Gesetz dann versuchen durchzusetzen. En primer lugar sería el enfoque de los derechos humanos, que la ley contemple los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Das erste wären die Menschenrechte, die eingehalten werden sollen. El segundo lugar sería un compromiso, una serie de compromisos. El primero sería de objetivos y de resultados. Das zweite ist ein Kompromiss von Zielen, die wir haben und Zielen, die auch eingehalten werden sollen. Una ley, por ley, un compromiso de presupuesto, porque una ley de vivienda entendemos que va a ser muy cara. Das bedeutet aber auch, dass drittens
es auch richtig gehaushaltet werden muss. Das heißt, das ist hier der dritte Punkt. El siguiente punto sería un compromiso, una obligación de evaluación y de seguimiento para tener también información, que es la carencia que comentaba mi compañera. Das dritte ist, dass hier auch eine Überwachung durchgeführt werden muss, das diesen Wohnungsmarkt auch beinhaltet. Y por último, un sistema de control y de penalización para aquellos agentes o aquellos actores sociales que incumplan con esta ley. Der letzte Punkt wäre ein Kontrollorgan und aber auch ein Straforgan, was hier auch weiter Regulierungsmaßnahmen durchführen kann. Y estos serían los elementos esenciales que nosotros defendemos. Muchas gracias. Das wären die essentiellen Elemente, um hier dieses Recht durchzusetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Laura. Das waren ja schon sehr konkrete Regelungsvorschläge, die bis ins Detail gehen. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben in der ersten Runde von Marie schon gehört, dass der Staat eine wesentliche Rolle auch im Wohnungswesen spielt. Wo seht ihr in Frankreich die Möglichkeiten der Regierung, auf die Wohnungsfrage einzuwirken? Wie sollte staatliche Regulierung aussehen? Marie. Ouais. Vous me dites si c'est trop rapide. Ok. Désolé. Oui, bah, sur la question du droit et du logement, en France, on a quand même quelques lois protectrices des locataires, des mal logés qui existent. On a quand même quelques lois qui existent, et je vais revenir un petit peu là-dessus justement pour dire un petit peu comment elles ont été créées, ces lois, et comment elles sont appliquées. Je vais citer trois exemples de lois. D'abord la loi de réquisition, qui justement est en lien direct avec la spéculation, puisque après la seconde guerre mondiale, où donc il y avait à la fois beaucoup de d'immeubles d'appartements qui étaient vides, et d'un autre côté beaucoup de gens qui avaient perdu leur maison, il y a eu la loi de réquisition qui a été adoptée donc par le Conseil national de la résistance. C'était une des propositions du Conseil national de la résistance, qui donc dit que l'État peut, quand un immeuble, etc., est vide, l'État peut le réquisitionner. C'est-à-dire que c'est pas une expropriation, c'est le propriétaire reste propriétaire, mais l'État impose que cet appartement soit occupé. Donc ça, c'est la première loi. La deuxième, quelques années, qui donc est née dans un contexte très particulier avec le Conseil national de la résistance, etc., et toute une série d'avancées sociales qu'il y a eu à ce moment-là. La seconde loi, c'est la trêve hivernale. La trêve hivernale, en fait, en France, En France, il n'y a pas d'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars. C'est interdit, ni d'expulsion, ni de coupure d'énergie. Cette loi, en fait, existe depuis 1954. 1954, c'était un hiver qui était très très froid, et il y a eu l'appel de l'abbé Pierre qui est passé à la radio et qui a appelé à un gros mouvement de solidarité avec les sans-abri, parce que parce que des familles étaient mortes de froid. Donc ça, c'est la deuxième loi, la trêve hivernale. La troisième, c'est la loi pour le droit au logement opposable. Celle-là est beaucoup plus récente. Celle-là, c'est suite aux actions, aux mobilisations du DAL et d'autres organisations. En 2007, cette loi a été promulguée. Cette loi dit que rend opposable le droit au logement. C'est-à-dire que quand on est demandeur de logement social
dans certaines conditions d'urgence, soit qu'on est à la rue, soit qu'on est mal logé, etc., l'État est censé reloger dans un délai de 6 mois. Voilà, donc ça c'est une loi qui a été gagnée suite à des luttes. Voilà. Et alors, juste si je parle de ces trois lois aussi, c'est parce que, je vais juste citer Nicole Rhin, qui, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, qui est une avocate, pardon, je pense que vous ne connaissez pas, une avocate du DAL qui vient de décéder malheureusement, et qui est une très grande avocate et très grande militante. Et j'ai retrouvé justement une phrase d'elle où elle disait qu'entre la concrétisation d'un droit et son existence reconnue dans la loi, il y avait un fossé qui impliquait la nécessité d'une action solidaire. Désolée. Entre l'existence d'un droit dans la loi et sa concrétisation, eh ben, il fallait une action solidaire et militante. J'ai raccourci. Voilà. Et justement, ces trois lois, là-dessus, c'est intéressant là-dessus, parce que aujourd'hui, sur ces trois lois, la trêve hivernale est appliquée. C'est la seule. La trêve hivernale est appliquée. Suite à des mouvements, on a pu la prolonger aussi, puisque ça se terminait le 15 mars il y a 10 ans, et aujourd'hui, ça se termine le 1er avril. Donc on a gagné 15 jours, donc on continue à lutter. Notre objectif est que la trêve hivernale dure toute l'année. Hein, donc on continue là-dessus. La loi de réquisition n'est pas appliquée. Elle a été appliquée quelques fois, mais voilà. Mais ça reste une revendication et ça reste quelque chose pour lequel on se mobilise. La loi Dalo, donc qui permet d'être relogé dans un délai de 6 mois, n'est pas appliquée partout. Et justement, là aussi, on lutte pour qu'elle soit appliquée. Encore cet hiver, on a installé un campement pendant 2 mois. Sur une place parisienne pour obtenir le relogement de toutes les familles qui avaient été reconnues prioritaires et qui n'étaient toujours pas relogées. Donc on l'a gagné. Elles ont été, les 200 familles qui faisaient partie du campement ont été relogées. Voilà, donc juste pour dire sur le rôle de l'État et de la loi, etc., il faut se battre pour avoir des lois favorables, puis après se battre pour faire appliquer ces lois favorables, et là-dessus, il faut qu'on se mobilise à la fois localement, chacun chez nous, et aussi ensemble, de manière coordonnée, comme on le fait dans le cadre de la coalition, et justement sur les expulsions, sur le logement cher, etc. Il y a le Housing Action Day le 1er avril. Ja, vielen Dank, Marie. Vielen Dank, Marie. Wir sehen schon aus den Beiträgen, diese Frage staatlichen Handelns bezieht sich zum Teil nur auf den Schutz vor den Folgen dieses Systems und zum anderen Teil durchaus auf die Frage, wie können wir das System in eine bestimmte Richtung qualitativ verändern. Und jetzt bin ich gespannt, welche anderen Aspekte wir aus Europa von Eva noch zu diesem Thema hören, die ja noch einen größeren weiteren Überblick über die Frage hat, was kann vom Staat gefordert werden in der Wohnungsfrage. Eva. Okay, so on a European level it's quite different to talk about how governments should act, because the perspective we have show many different actors, decisional actors that are also public actors. I talked before about the Central European Bank. I can talk also about the European institution in general, because the European Commission, for example, makes a lot of decisions that influence housing, but also indirectly. And one of the examples I can give for that is after the crisis that we lived in from 2008 on, we saw a lot of countries that were submitted to austerity measures. Austerity measures is something that we heard about a lot, and it's as well very much concerned housing. Not only through the process of
selling bad loans, bad mortgage loans, and pushing people to be evicted or their houses to be sold to funds. But also, in particular, in national laws. For example, in Greece, there was a law for the protection of the primary house. And signing the different austerity measures so they could receive money from the European Union, they agreed as an exchange to change this protection law. And the people who couldn't afford to pay back their debt, they could lose their house and also their primary house. So this law was very important. Primary meaning it's not the house of their grandparents, of the house of their village, it's the house where their family lives and they live with their families. So this law was changed not... So we see that some countries of the European Union, like Greece, like Cyprus, like Romania, like many other countries that are not Germany or France, they have somehow a pressure from the European institutions. And these pressures influence their local laws. And of course, it's not that I'm saying that Greece, for example, doesn't have any responsibility in the erasement of its law. But I'm saying that there are many public actors, many public levels of decisions that affect the right to housing. So what we as a European coalition of movements want to do is, first of all, to put pressure on countries so that they can force as much as possible the laws of protection of housing to be applied everywhere. For example, Marie told us about the... très hivernal, I don't know how you say it in English. Sorry, I try to speak English because I think you more understand. Truce, yes, winter truce, thank you. And so this is something that does not exist in many countries, and this is something that some of us would like to see in other European countries as well. So we try to push for something existing that it exists in other countries too. But what we also try to do is push all together the European institutions and the European governments as a whole to be more careful about the right to housing. For example, during the pandemic, we saw that evictions could be stopped and that the banking system would not collapse. So we think, okay, why not stopping evictions in the European? Why should we have the threat of dying from a virus so that we don't die of lack of home? we need this, we are wondering why this is not happening, why this is not a law that was kept. Also, we saw the example of Berlin, and maybe we'll have some more details after, but about how the Berlin people did this beautiful referendum asking for the expropriation. No, it was not the referendum, sorry. It was about the rent freeze that was cancelled by the Supreme Court because it limited private property. And the landlords don't have the right to limit the private property. And we say, okay, if the landlords don't have the right and if it must be a national, maybe it could be a European Union aspect to say private property must be limited if it affects as much the right to housing. So there are also other measures that could be taken by European institution like the European Central Bank. It could be also to limit the activities of banks. Because what we said, what I tried to say, but also Philip in a way, it's the fact that, financialization have some actors
that are responsible for it. And these actors who are responsible for it, they are not invited to pay taxes, but also they are not, they don't have really rules that that are applied to them. So we would like to ask the European Central Bank to be, and the European institution, to be more strict about these funds, about these banks, and how they act on our rights to housing. And finally, I want to talk about this EU plan, Next Generation EU, that was so incredible to receive such big amount of money in such a short notice. The EU institution decided to give money to all the countries of the European Union so they could relaunch after the tragic economic consequences of the pandemic. And in this Next Generation EU plan, why don't we have money for social housing that is not privatized? And why we could ask, I think we could ask some help from the European institution to make more investments and to push governments, to push local authorities to make more investment for social housing. Ja, vielen Dank, Eva. Das war nochmal ein ganz wichtiger Überblick, glaube ich. Wir haben gesehen, wir haben verschiedene Frontlinien, nämlich den direkten Schutz der Mieterinnen und Mieter gegen Vertreibung. Wir haben gesehen den Schutz gegen Erhöhung der Mieten. Wir haben gesehen die Frage der Regulierung, Mietwohnungen zu bauen und zur Verfügung zu stellen. Aber was eben ganz auch wichtig ist, was wir uns oft nicht trauen in der Diskussion, weil es so weit weg ist, nämlich auf europäischer Ebene genau das einzufordern, was dort nicht getan wird, nämlich sozial zu regulieren und nicht nur im Sinne des Neoliberalismus. Und ich glaube, diese Ermutigung, mit in die Bewegungen hineinzunehmen, ist eine ganz wichtige Sache. Und wir haben auch gesehen, die Regulierung darf sich nicht beschränken nur auf den Schutz der Mieter. Selbstverständlich, das ist unverzichtbar, dieser Kampf zum Schutz der Mieter. Aber wenn sich die Kämpfe nicht auch richten gegen eine Änderung des Systems, gegen eine Änderung der Regulierung, dann laufen wir immer hinterher, die Trostpflaster oder die Krankheiten zu heilen und zu behandeln, die das System schafft. Aber wir haben auch am System Ansatzmöglichkeiten, wie Eva deutlich gezeigt hat, in der Frage der staatlichen Regulierung. Wir dürfen die staatlichen Institutionen nicht aus der Verantwortung entlassen, heißt andererseits mindestens so viel Druck zu entwickeln wie in Berlin. Und wir haben auch gesehen, dass das natürlich noch nicht reicht. Das ist natürlich eine Überleitung zu unserem Workshop heute Nachmittag, nämlich welche Strategien können Bewegungen entsprechend entwickeln, um hier tatsächlich auf den verschiedenen Ebenen, der kommunalen Ebene, der nationalen Ebene und der europäischen Ebene, Druck auszuüben. Dazu müssten die Kräfte gebündelt werden. Jetzt möchte ich aber die letzten 25 Minuten bzw. 15 Minuten nutzen, damit auch noch Fragen gestellt werden könnten. Und ich bitte auch tatsächlich darum, die Frage präzise zu stellen und nicht durch eine sehr lange Einführung zu einem Beitrag auszuweiten. Ich weiß, jeder hat jetzt so viele Anregungen bekommen, dass jeder wahrscheinlich ganz viel zu sagen hätte, auch aus seiner Sicht. Wenn wir aber sozusagen profitieren wollen von euren Fragen und von den Antworten, müssen wir uns konzentrieren. Wer eine Frage stellen möchte, muss zu einem Mikrofon deshalb gehen, weil das ja übersetzt werden muss. Ich eröffne damit jetzt die Fragerunde. Ich werde erstmal drei Fragen sammeln, die wir dann beantworten. Und dann kommen die nächsten drei Fragen dran, die gestellt und beantwortet werden. Wer traut sich, das Eis zu brechen? Nein, kann man nicht. Bitte schön. Der erste Mutige ist da. Ich hätte eine Frage an Frau Hoffmann. Sie hatten ja diese 194 Euro erwähnt, die... Bitte die Fragesteller, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die Fragesteller bitte langsam sprechen, wegen der Übersetzung, die erforderlich ist. Dankeschön. Was würden Sie sagen, wie viel bleibt von diesen 194 Euro noch übrig, nachdem man den
Sanierungsstau, der ja durchaus auch zu vermuten ist bei privaten Unternehmen, aufgeholt hat. Also wie viel davon wird tatsächlich nachher an die MieterInnen weitergegeben? Ja, wir sammeln erst drei Fragen. Ja, bitte. Ja, ich hatte ja gestern schon mal die Frage gestellt zu Grund und Boden. Da ist heute nichts gekommen. Stelle ich die noch mal. Welche Frage war das? Ja, ich denke, die ganze Hausfrage hat ja viel mit dem Grund und Boden zu tun, wie das bewertet wird und wie da der Zugang ist zum Erwerb von Grund und Boden. Ja, gut, danke schön. Bitte noch eine Frage, dann gehen wir in die Antwortrunde. I will speak in English. I will try to be short, but in Norway, in Oslo, we have some of the same problems because it's a lot of people owning their houses, but now it's getting so expensive that people doesn't afford. And the local government in Oslo have started a new project where the local government buys apartments and houses and rent them out for market price. But after you have rented them for some time, you will own the house yourself. But when you sell it, you have to sell it back to the local government. Yeah, what's your question? What do you think about this system? Is this something that can be used in other places than Oslo? Okay, danke. Ja, wir kommen zur Antwort. Ich glaube, wir fangen mit Berlin an. Ingrid, das war die erste Frage. Wie viel bleibt noch übrig für den Sanierungsstau von den Profiten? Ja, also von den 194 Euro bleibt natürlich nichts übrig, weil die im Durchschnitt, also im Durchschnitt, wenn jemand eine große Wohnung hat, ist es mehr. Wenn jemand nur 50 Quadratmeter hat, ist es etwas weniger. Und die sind ja weg, weil die kriegen die Aktionäre. Und die Zahl ist in der Miete enthalten, aber das wissen die meisten Mieter nicht. Man muss da die Geschäftsberichte lesen, der Wohnungsunternehmen, und muss dann anfangen zu rechnen. Wie viele Wohnungen haben sie, wie viel Dividende haben sie ausgezahlt? Und dann teilt man durch die Zahl der Wohnungen und dann kommt man auf diesen Betrag. Sanierungsstau hatten Sie angesprochen. Ja, das ist ja halt das Problem. Die sanieren ja nicht. Ich wohne selber bei einer dieser Firmen und bei uns ist jetzt wieder gerade mal 4 Wochen der Fahrstuhl kaputt. Oder im Winter ist halt, wenn es kalt ist, 3 Wochen keine Heizung. Das könnte man ja beheben, indem man da ordentlich was Ordentliches einbaut. Aber genau damit wird ja auch die Dividende erwirtschaftet, indem die Kosten für Instandsetzung möglichst niedrig gehalten werden. Und dann, wenn die Wohnungen, die Häuser richtig runtergewirtschaftet sind, dann macht man Modernisierung. Da können ja 8% davon auf die Mieter umgelegt werden. Früher waren es sogar 11. Und was da an Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen ist, das ist auch ein großes Problem für die Mieter, weil das oftmals Luxusmodernisierung ist. Und die Mieter kämpfen dann dagegen, dass halt nicht goldene Türklinken eingebaut werden, sage ich jetzt mal als Stichwort. Also besonders hochwertige Fliesen und Balkone angebaut. Da haben wir sehr viele Fälle in Berlin, wo ganz kleine, enge Innenhöfe sind. Und da sollen dann noch Balkone hingebaut werden, damit man sich mit dem Nachbarn von gegenüber die Hand reichen kann, von einem Balkon zum anderen. Also das ist völlig klar, dass das Ziel dieser Wohnungskonzerne nicht darin besteht, den Mietern was Gutes zu tun und sich um die zu kümmern, sondern einfach die Aktionäre zu bedienen. Das ist ihre Aufgabe, das ist eine Aktiengesellschaft. Und damit vielen Dank, Ingrid. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, nämlich die Frage des Eigentums an Grund und Boden. Philipp. Ja, dazu sage ich gleich was. Ich wollte auch noch was dazu sagen zu der Sanierungsfrage. Es hängt ja ganz stark auch vom Kaufpreis ab. Und das Problem ist auch bei der Finanzialisierung, dass die Kaufpreise ja immer teurer werden durch die Spekulation. Und die Kosten muss ich ja im Kredit auch noch abbezahlen. Aber natürlich ist eine Vergesellschaftung unterhalb des Marktpreises eröffnet natürlich noch neue finanzielle Spielräume zu sanieren und trotzdem die Miete zu senken. Und dass sowas möglich ist, sieht man auch zum Beispiel in Wien, da wo ich hierher komme. Da ist es ja so, dass 70% gehört ja der Stadt.
der Staat, also die Stadt Wien, besitzt die Wohnungen. Und hier wurden ja teilweise, gibt es dort Zeiträume, wo mehrere Jahrzehnte lang gar nicht die Miete erhöht worden ist. Und trotzdem wurde die ganze Zeit saniert und modernisiert. Das war kein Problem. Das hat sich sozusagen selbst getragen. Und man hat jetzt in Wien auch noch das Luxusproblem, was man gedacht hat, jetzt muss man auch mal bauen wieder in Wien, hat ein neues Stadtteil gebaut und hat dann festgestellt, in Wien hat man jetzt zu viele Wohnungen gebaut. Man hat mehr Wohnungen gebaut, als der Bedarf da ist. Also es ist wirklich, wenn man das mit Berlin vergleicht, ein Luxusproblem. Und zur Bodenfrage, das ist natürlich das gleiche Problem eigentlich wie auf dem Mietmarkt. Es gibt mittlerweile auch eine Bodenspekulation und gerade in großen Metropolen, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und so weiter, gibt es findige Investoren, die in guten Lagen Baugrundstück kaufen, sagen, ja, ich werde bauen und bauen dann nicht und spekulieren darauf, dass es immer weiter im Preis steigt und es wird nie dort gebaut. Und hier gibt es Überlegungen, dass man das zum Beispiel in die Richtung ändern kann, dass man die zwingt zu bauen. Dass man zum Beispiel ein Gesetz macht und sagt, es muss jetzt hier innerhalb in einem, zwei Jahren gebaut werden oder es gibt einen Zwangsverkauf oder es gibt sozusagen die Enteignung, weil das ist ja geregelt in der deutschen Verfassung. Es ist ja nicht nur die Enteignung von Wohnraum, steht ja dort, sondern auch von Grund und Boden. Wenn es nicht, und Eigentum verpflichtet ja zur Allgemeinheit, von daher hätte man hier rechtliche Hebel und man könnte hier ein Gesetz schreiben, das eben dieses Problem behebt und sagt, wenn ihr nicht auf dem Grundstück, das ausgewiesen ist als Baugrundstück, wo ihr gesagt habt, dass ihr baut, wenn ihr nicht baut, dann werden wir es euch wegnehmen. Das wäre eine Möglichkeit oder es gibt halt einen Zwangsverkauf. Ja, vielen Dank. Ja, um die Stadt Wien, ja. Also das eine war das Grund und Boden. Entschuldigung, ich habe zwei. Die Frage war, ich muss die Frage wiederholen, weil das ist nicht verständlich für alle. Die Frage war, es handelt sich ja hier um die Stadt Wien. Was habe das mit der deutschen Verfassung zu tun? Das war die Fragestellung. Okay, also ich habe zwei Fragen beantwortet. Das eine waren die Sanierungskosten. Und hier habe ich über die Stadt Wien gesprochen und über Enteignungskosten und dass es eigentlich immer günstiger ist, wenn die Wohnungen innerhalb, also vom Staat verwaltet werden. Das habe ich sozusagen als Beispiel zitiert. Und der zweite Komplex war die zweite Frage, was ist mit den Bodenspekulationen in Deutschland? Und hier habe ich auf die deutsche Verfassung verwiesen und gesagt, man könnte Gesetze schreiben, um Boden zu enteignen, um gegen die Bodenspekulationen in Deutschland vorzugehen. Ja, vielen Dank, Philipp. Marie, du wolltest ebenfalls noch eine Antwort oder zwei Antworten geben? Oui. Oui, c'est par rapport à la question sur le foncier. Nous, on a regardé un petit peu ce qui fait la hausse des prix. À la construction de logements, etc. C'est il y a deux gros facteurs. C'est l'envolée du prix du foncier et la marge des promoteurs qui s'envolent aussi. C'est les deux gros postes qui expliquent la hausse du coût à la construction. Nous sur le foncier, on demande la communalisation, enfin la mise en commun du foncier. Ça fait partie de nos revendications. Bon, en France, le droit de propriété est plutôt sacré. Donc pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc voilà, mais on continue à se battre là-dessus et on désespère pas qu'un jour le droit au logement passe avant le droit à la propriété en France, mais voilà, et partout. Et juste une petite remarque par rapport à cette question sur le foncier, parce qu'on, je crois pas qu'on en ait parlé. Ce qui est important par rapport au sujet en général de ce forum, tous les ans, il y a un énorme marché qui se passe dans le sud de la France, à Cannes, mais c'est un marché international qui s'appelle le MIPIM. C'est le marché international des promoteurs immobiliers et je sais... Pardon. Désolée.
le marché international des promoteurs immobiliers et je ne sais plus quoi. Et en fait, en gros, c'est une espèce de c'est un espèce d'énorme forum où il y a les collectivités territoriales du monde entier qui sont là, où il y a tous les grands acteurs, comme on dit, enfin tous les grands vautours de l'immobilier, du foncier, etc., qui sont là. Et c'est là que se décide, que se négocient tous les gros projets qui ont lieu, que ça soit en Europe, en partout dans le monde, quoi. C'est là que c'est dans ce marché-là qu'ils décident de se vendre des terrains pour aller jeter leurs poubelles en Afrique. C'est là qu'ils décident de faire des grands projets inutiles en Europe, etc., etc. Voilà. Donc, Vielen Dank, Marie. Wir kommen langsam zum Ende und hören jetzt noch zwei Fragen und darauf die Antworten. Und dann versuche ich, vielleicht etwas zum Mitnehmen zusammenzufassen, wenn das nicht schon mittlerweile vorher gelungen ist. Joanna, bitte. Bonjour, je parlerai en français. Et je voulais demander quelle influence il y a. Tout l'argent noir qui arrive en Espagne, de la drogue et de toute la délinquance internationale sur le marché immobilier, et c'est-à-dire pour la manipulation. Et aussi le fait qu'en Europe, on donne les golden visa à ceux qui investissent et qui achètent un immeuble qui coûte ou plusieurs. Si la somme totale est de 500 000 euros ou supérieure. Et vous avez étudié ce phénomène. Vielen Dank. Wir hören noch die zweite Frage und dann kommen. Bitte? Ja, da ist schon jemand. I'll speak in English. My question is, I'm interested in the relationship between housing and the climate crisis and the energy crisis we are in now. So I was just wondering if in Europe there are success stories for people fighting, for example, for insulating their houses, or whether there are countries where this is especially difficult and what lessons there are from this. Maybe Eva, being the person who kind of represents all of Europe, can start. Okay, thank you very much. One last question. Yeah, I would like just to say something about our colleagues, Spanish colleagues, to ask our Spanish colleagues to explain a little bit the role of an institution which is called Sareb, because I think it's very interesting. Just a few words about that, okay? If it's possible. Okay, vielen Dank. Wir beginnen mit der Antwort. Ich glaube. Wir fangen einfach mit der letzten Frage an. Wer möchte aus Spanien dazu antworten? David? Yeah. Maybe Laura could help me a bit. Laura? Okay. I will try to summarize because it's quite complex. Sareb was created in 2012, because the European Union put pressure on the Spanish state, on Spanish banks. That many banks had a lot of investment loans, a lot of properties, a lot of unpaid debt. And the European law said, you need to do something about it. You need to clear this debt and you need to sell those properties. So the Spanish government came with the idea of creating this governmental organism, which was partly funded by investors, being some of the five main banks in Spain, and partly by the Spanish government. I think it was 55% was banks, and 45% was the state. And one of the main things that we don't know about the Sareb is that they end up with a lot of property. Not only property, but a lot of land, a lot of no housing, but for instance, garages and warehouses all across Spain. We're talking about thousands upon thousands of property, but this never has been clarified to us as the Spanish population. So what they did in Sareb was selling those properties that were owned and run by five main banks. They were starting to sell them to vulture funds.
here in the, for instance, in Wigan, the state fund came in, about many, also a Texas fund came in, and so on and so forth. Yet to this day, we don't know how much of that has been sold, how much of that has remained, and yet we got the European government, I mean the European Parliament, coming back to say, even though that organism was created partly by a private company, so partly by the public organism, the state, yet the whole country needs to pay the debt. So if we could say that partly of the debt has been written off from investment, from banks, but now it's the national government who needs to pay for it, although we are in a lot of debt. One more note on the Sareb. Sareb was created in 2012, and he had to close his business, if I remember correctly, in 2027. We don't know how much of that debt, as I said, has been sold. I mean, how much of those properties were sold. And yet we don't know how much has been cleared out, how much needs to be sold back. So there are many answers, there are many questions that have remained having been answered. And I don't know if Laura could say a bit more. No, bueno, la reflexión general es que hemos perdido una buena oportunidad de quedarnos con un parque de vivienda público enorme que le hemos pagado entre todos los españoles y ahora no tenemos las viviendas y tenemos la deuda. Also wir haben leider die Chance verloren, ganz viele öffentliche Wohnungsräume zu bekommen. Und jetzt haben wir leider keinen Wohnungsraum, aber dafür einen Haufen Schulden. Okay, danke. Eva, du wolltest auf die Frage von Joanna und auch die Frage zum Thema Umwelt und Wohnen eingehen. Yes, thank you. So, about golden visa, it's a very, very big issue in some southern European countries. I can say that in Cyprus is the worst thing I have ever seen, the golden visa problem. So there is, you said about people who are not residents of the European Union that can buy a property for an amount of money and then get a visa for 5 or 10 years in Europe. This is the golden visa for those who didn't know what it is. In some countries it's 500,000, in some other countries it's less, it's 250,000. So it's very easy for example, Israeli investors or Russian investors or Chinese investors to come buy a property in the European Union and then have a visa to stay or work for 5 and 10 years. So in Cyprus it's horrible because together with the state, some investors that are kind of mafia people, I would say, are building very, very high buildings only to sell for golden visa. And some cities like Limassol, which is a southern city, is completely transformed from these buildings. And not only, so the buildings themselves are empty because they are bought only for the visa. Nobody lives in them. And they transform all the area around not only by making the prices go up, but also the neighborhood with an empty building is becoming empty itself. So no schools, no shops, no nothing. It's like a dead city, part of city. Because the buildings are not lived, they are slowly, you know, when a building is doesn't have inhabitants, they are slowly getting weak, yes. So all this is very tragic, and there is no limitation about this. There is a lot of profit taken from the government, from relatives of the government, from all this system. So I think golden visa is something that generates gentrification, generates exclusion, and is the summum of the merchandization of housing.
So this is what I wanted to say for many, maybe people don't know about this phenomenon, and thank you for raising it up. So for the climate crisis related to the housing struggles, I want to say that there are many groups that are fighting in housing, but somehow it's not possible to exclude this fight from the climate crisis, because there are so many aspects of it that enter inside the housing. So, for example, I want to share some struggles that are taken. The real estate now is very much green. It's becoming very much green. And this green washing of the real estate sector is something that is denounced by many activists in housing struggles, because only the rhetoric of green makes the prices go up, provokes gentrification, and it's absolutely not green. So somehow this is one of the aspects that are fought. All this tendency to renovate buildings, which is a very good thing because we need to renovate buildings, but if it's not accompanied by some social measures that limit the rise of prices and limit the social exclusion that it provokes, then it's an antisocial measure, and social exclusion and climate justice cannot come together. I'm sorry, I will end in 2 minutes. Then I want to say that many fights for climate justice are fights for housing. And I want to say that fights for housing are not only in urban areas, they are also in rural areas. The fights against mining activities, against industrialization of landscapes, against the transformation and also the privatization of land is fights for housing. And moreover, and this is where I want to conclude, is that when I said before that it's very important to limit private property, it's not only to limit the profits of big funds that take profit, it's also that if we don't put the question of common land, and not private owned land, but the land that we all own, this is to say the land, natural land, if we don't put common land in the public debate, we will not find an issue to the climate crisis. We need absolutely to stop this obsession our society has for private ownership and start giving value to common ownership. So this is where. Vielen Dank, Eva. Das war ja schon fast ein Schlusswort, denn das hat sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Diskussion gezogen. All diese Missstände und all diese Schutzgesetze, die wir fordern, für die wir kämpfen, haben eine ganz grundlegende Frage, nämlich die Frage des Eigentums. Wohnen ist wie Atmen unverzichtbar, der Boden ist begrenzt und deswegen muss Grund und Boden letztendlich unter gesellschaftliche Verfügungsgewalt gestellt werden. Und wie wir bei der Vielfalt der ganzen Themen, die wir haben als Bewegungen, der Verteidigungsthemen, der Schutz der Mieter, wie wir diesen Schritt machen können hin zu einer Änderung des Systems, wo wir Schwerpunkte setzen können, wo wir uns bündeln können, wo wir uns vernetzen können. Das sind Fragen, die wir heute Nachmittag um 16.30 Uhr dann weiter diskutieren, damit wir nicht nur in der Beschreibung bleiben, sondern auch versuchen, Ansätze zu gemeinsamen Ausweg zu finden. Ich weiß, dass diese Diskussion hier unbefriedigend bleiben muss, weil wir nämlich so viele verschiedene Aspekte haben, die alle verdienen, noch viel intensiver diskutiert zu werden. Aber ich hoffe, dass die
Erfahrungen, die unsere Referentinnen und Referenten hier geschildert haben, dass die euch auch helfen werden, in eurer Arbeit entsprechend weiterzukommen. Und ich möchte noch zwei Dinge am Schluss sagen. Als erstes mal einen ganz herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten, die nicht den weiten Weg hier nach Mönchengladbach gescheut haben, um ihr Know-how und ihre Erfahrungen entsprechend hier einzubringen und uns allen weiterzuhelfen. Einen weiteren Dank möchte ich aussprechen natürlich an die Übersetzerinnen und Übersetzer und an die technische Mannschaft, die uns das überhaupt ermöglicht hat, uns untereinander zu verständigen. Und ich habe auch einen Dank an euch alle, die ihr hier seid, weil ich habe eine so schöne große Aufmerksamkeit die ganze Zeit erlebt, dass es richtig Spaß gemacht hat, diese Runde hier zu moderieren, und auch die Fragestellungen waren kurz und präzise, das hat uns allen weitergeholfen. Jetzt Schluss mit dem Dank. Noch einen Hinweis, wer morgen früh um 10 Uhr hier ist, der sollte die Fotoausstellung zum Thema Gentrifizierung und Wohnungsproblematik in Spanien im Gebäude Z besuchen, die Joana, die vorhin in der Diskussion zu hören war, erstellt hat, sodass unser Thema nicht nur ein inhaltliches ist, sondern eben auch ein Thema, das sozusagen die Kunstfrage berührt. Und Eva weist nochmal deutlich darauf hin, dass wir in Athen auch nochmal eine Zusammenkunft der europäischen Wohnungsbewegungen Anfang November haben werden, wo eben diese Frage des, wie wir uns gemeinsam gegenseitig stärken können und wo wir gemeinsame Schwerpunkte setzen können, um auch in Europa spürbar zu werden, intensiv diskutiert werden wird. Ich danke euch allen recht herzlich und wünsche euch eine schöne Mittagspause.